So, kommen zurück zu Fire Emblem und wie üblich werde ich jetzt diese Meistersiegel zeigen und verwenden. Hier zwar keine großartige Veränderung, aber es ist jetzt ein General und kann nun auch durch Bogen verwenden, oder? War das Bogen? Auf jeden Fall kein Silberbogen, aber ich glaube, einen normalen Bogen könnte er jetzt verwenden. Ja, Bogen könnte er jetzt verwenden, genau. Und ihr gebe ich nämlich den Meistersiegel. Thomas könnte auch eins haben, aber ich habe leider keins mehr. Und deswegen werde ich das bei ihr einsetzen. Ja, mal sehen, was sie wird. Das ist eine Magierin, wird meistens so eine hohe Priesterin oder sowas. Ein Weiser. Ja, ein Weiser. Und kann nun auch Heilung. Und das wird sie natürlich auch nehmen. Haben wir jetzt drei Heilerinnen. Also eine richtige Heilerin, die jetzt auch schon besser oder was anderes auch ist, und zwei, die halt noch nicht so gut sind, eben der hohe, der Bischof, nein, nicht Bischof, der Bischof da und Weiser. Die beiden sind ja mit der Magie noch, oh, sie ist mit der braucht man Magie, braucht man dafür, oder Fähigkeit, ich weiß es nicht. Ich glaube, Fähigkeit und Magie, irgend so eine Kombination daraus, auf jeden Fall nicht schlecht. Speichern werde ich das jetzt auf jeden Fall mal. Und dann treten wir schon in den Kampf ein. So, wieder üblich. Warum kann ich da... Daherin ist gleich der Endboss. Was ist da? Natürlich. Wie komme ich da überhaupt rein? Hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Kisten. Was ich machen werde ist... Ja. Wo ist meine Ballista? Ich muss so viel Diebe wie möglich ausschalten. Das Schlimme ist, Diebe kann ich nicht ausschalten. Ich könnte, wenn ich ein Oberskiller bin, den hier ausschalten. Und das war ja mal oberskillig. So, das heißt auf jeden Fall mal jetzt mit je... Warte mal, kann man da irgendwie abkürzen? Nee, aber das ist nicht wahrscheinlich der Umweg. Alle gehen darüber, egal wie schwach oder gut oder sonst was sie sind. Natürlich wieder ausgenommen die Ballista, die ist zu langsam. Bis die danach kommt, sind alle wieder zurück. Die werde ich auf jeden Fall brauchen, um die ganzen Kisten da aufzumachen. Obwohl die ganzen Diebe da drüben das Ganze schon erledigen könnten. Ich müsste die dann nur besiegen. So, aber jetzt kann er da hoch, das Samson Teleport ist nicht so wichtig. Teufelsschwert ist nicht schlecht, ist nicht schlecht. So,
Langspeer wird mir hier nicht viel helfen, oder? Ja. Einmal gedacht hier. Der General geht da noch hoch. Mal sehen, wie weit Samson noch nach vorkommt. Nicht sehr viel. Der Dieb bleibt in Sicherheit und alle anderen auch. Das ist dann doch nichts für die. Und die Ballista probiert wieder den Magier zu attackieren. Oh, heute sehr skillig, heute sehr skillig. Zweimal getroffen mit ja knappen 50%. Ja, Gott sei Dank das Donnerschwert ausgerüstet, so mache ich wenigstens ein bisschen einen Schaden. Da ist jetzt immer ein Langspiel aus der Entfernung rein. Und Mart jetzt Level 16. Na, jetzt überlebt er natürlich mit einem. Und der Magier haut daneben. So, wieder Heilung eingesetzt. Sind alle wieder geheilt, genau. Genauso ist das ja auch geplant. So. Den one-hitten wir, dann kriege ich keinen Schaden. Den kill ich, dann kriege ich auch keinen Schaden. Und den schwäche ich halt, weil Ritter Tote nicht sehr viel anrichten. Stahllanze auch nicht, aber ein bisschen was. Geht sozusagen ein Langspiel, der mir gar nicht 2 Damage macht. Wenn er überhaupt treffen würde. Sehr geil, ich weiche da einfach gekonnt aus. Dann habe ich jetzt auch. Warte mal, wenn ich von hier. Was ist. Ein Partier würde ich den sogar leicht killen. Mit Silberbogen müsste das auch klappen. Ja, diese 5 Schaden nehme ich gerne in Kauf. Warte mal, ist das hier ein. Ja, einer mit Namen Doluna. Werde ich mal wieder für meine Seite gewinnen, ich hoffe es doch mal. Ich schätze mal, ich muss mit Samson mit ihm reden, denn die sehen sich ziemlich ähnlich. Dass die vielleicht irgendwie verwandt oder so sind. Wieder so eine Familiengeschichte und so. Ist ja bekannt. Kann ja sein. Kann aber auch nicht sein. Ballista for the win. Ballista attackiert einfach alles und jeden. Ja, Bogenschütze. Probieren kann man es ja. Treffen anscheinend auch mit 46%. Natürlich. Die Heilung geht natürlich mal extrem weit. Nein, Doluna, was machst du da? Warum versuchst du mich zu killen?
Ich schätze mal, mit Mart kann ich nicht mit ihm reden, aber vielleicht eben jetzt mit Samsung. Gut, Mann. Nein. Nein. Vielleicht hätte ich mit dem Chamäleon mit ihr reden können, mit ihm reden können. Höchstwahrscheinlich nur mit dem Chamäleon. Geil, muss ich Partia extra einsetzen? Alles andere würde sich nicht ausgehen. Also habe ich jetzt das Teufelsschwert. Rapier, Silberschwert, ja, Silberschwert reicht. Den Türschlüssel kann ich auch weggeben. Teleport kann ich auch weggeben. Dann muss Samson hier und nicht mal Samson kann ihn. Hammer, ne. Stahlanzug und auch nicht viel. Nehmen wir mal den General. Der macht hier mal fix 13 Schaden und bekommt gerade mal einen. Und hier habe ich ja noch eine Stahl. Die ist um eins zu wenig. So, hier reicht eine Stahlaxt. Für ein Level Up. Ja, da unten sind jetzt doch 5 Kisten. Da haben sie aber einiges weggelassen. Angriff. Probieren kann man es ja. Ja, kann ja auch nicht immer klappen. Hätte mich jetzt auch recht gewundert. Das war ja fast schon, ja. Keine Ahnung was. Jeder Schuss ein Treffer. Ein bisschen abnormal war das, ein bisschen. Also, die Wrestling noch da hoch. Ah, jetzt kommt, oh, der Drache. Ach so, Doluna heißen die alle. Da hat er gar keinen Namen. Die heißen alle Doluna. So. Weiß ich jetzt gar nicht. Ich bin gerade nicht so ganz im Aufpassen. Warte mal. Gegen Drache ist da vielleicht da. Geil, ich habe meinen lieben Töter. Warte mal. Weil ist da doch noch alles. Doch nicht so. Dann nehmen wir einfach ihn und mit der Zielbalance ziehen wir ihm gerade mal die Hälfte ab. Magie. Thoron. Ich habe keine stärkere Magie. Aura. Bist du okay. Aura würde ihn auf jeden Fall killen. Schwächen einfach mit Donner.
Mit 95%iger Trefferquote, das kann doch eigentlich nicht daneben gehen. Dass jetzt daneben gegangen wäre, dann wäre das echt irgendwie komisch gewesen. Hier jetzt auf jeden Fall Stahlaxt reicht. 13x2, 26. 25 hat er noch, ist er jetzt weg. So, das, warte mal, der muss sowieso nicht leveln. Der auch nicht unbedingt. Pegasus. Ja. Ja, natürlich. Natürlich. Pegasus macht natürlich kein Damage. Wie üblich. Der braucht auch kein Level mehr. Dann halt mit Magie. Blizzard. So, das war eindeutig zu kalt für ihn. So, Heilung jetzt auf jeden Fall. Stab, Pflege, Mat. So, und wo ist mein Dieb? Der muss da nämlich runter. Alle anderen können eigentlich da, kommen da hoch und da rein. Könnte aber auch den ganzen Weg einfach zurückrennen. Das wäre sie wieder. So mal die ganzen Magier so one-hitten. Das, ja, das können wir. Steingeschosse ist eindeutig ein Magier-Killer. Kein Magier überlebt hier. Oh ja, eigentlich können alle anderen zurückrennen. Oder? Da unten ist eh ein Eingang. Ja, den sperre ich mir ganz einfach auf, das ist kein Problem. Dafür habe ich ja einen Dieb. Für sowas sind ja Diebe da. So, hier, das ist die erste Kiste. Einen Meisterbogen. Heilung. Heilung reicht. Heilung. Und speichern. Nee. Noch nicht. Aber ich brauche eine kurze Pause. So. Ja. Dann will man wieder sagen, eins, so eine Kiste krall ich mir noch, so ein Drakoschild. Ah! Ja, egal. Ja, ich muss sowieso auf den Dieb warten, sonst. Ja, ohne den geht sowieso nicht weiter. Könnte man nicht immer da bleiben bei diesem Dieb hier? So. Silberaxt. Und ein Geheimbuch. Ja, geben wir einfach das weg. Weiß eigentlich egal ist. So, jetzt alle da runter. Das war zu weit runter, aber egal. So. Einfach runter.
Einfach alle runter. Nein, du gehst hoch. Du musst natürlich zurück. Ich schätze mal, dass sich dieses Let's Play irgendwann jetzt bald dem Ende nähert. Kommt mir zumindest so vor. Könnte mich natürlich auch täuschen, aber langsam glaube ich, dass es zu Ende geht. Natürlich schwer zu sagen, weil ich das Spiel noch nie durchgespielt habe. Immer weil bis 10, 11 und dann so aufgegeben wieder. Als mich irgendwann einfach nicht mehr gebockt hat, irgendwie keinen Bock mehr auf das Game hatte, ja. Habe ich es nie wirklich durchgezockt. Da sind Heiler dann, aber ist egal, die kann ich ja nicht killen. Zumindest noch nicht. So. Dahin. Also, bist du gar nicht der Dieb? So. Den werden wir jetzt speichern. Und einfach mal den Part beenden. Sind ja wieder mit 22 Minuten und da sich das sowieso gleich dem Ende nähern wird, ich schätze mal. Naja, weil nein, es sieht nicht wegen an dem Endboss aus. Nee, so ist sein Gesicht. Naja. Nee. Wird doch noch länger gehen. Ja, der hat noch was, aber. Ja, wir beenden glaube ich trotzdem einmal den Part. Da es ja einige längere Parts gab, machen wir jetzt mal ein paar kürzere. Ja, und sage ich mir noch bis dann und auf Wiedersehen.